Wir müssen vorsichtig vor... Hallo. Hallo. Haben Sie schon von dieser neuen Sekte gehört? Die haben uns unser Wasser genommen. Hier, lesen Sie das. Das ist eines Ihrer Flugblätter. Ja? Was? Nein, weg! Will meine Ruhe. Wasser, bitte. Ich bin so durstig. Oh. Das Wasser, das sie mir gegeben hat, es... Irgendetwas stimmt damit nicht. Gehen Sie zum... Was soll ich denn tun? Er bat mich um Wasser und ich dachte, ich würde ihm helfen, statt ihn zu töten. Es war doch nur etwas Wasser, das ich in Springvale besorgt habe. Es schmeckte einwandfrei und sah sauber aus. Wie hätte ich das wissen sollen? Von wegen. Nichts ist in Ordnung. Nicht für ihn. Es sollte doch Weihwasser sein. Der Mann im Kloster von Springvale sagte, es wäre geweiht. Zusammen mit dem Wasser gab er mir diese Broschüre. Er sagt, er heiße Bruder Gerard. Er wohnt an der Straße, die durch Springvale führt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das helfen wird. Aber mehr kann ich nicht für Sie tun. Ich kann hier nicht bleiben. Nicht nach so einem Vorfall. Land der Hauptstadt. Erschöpfter Reisender, willkommen im Kloster der Apostel des ewigen Lichts. Oh, Sie müssen von Ihrer Reise sehr durstig sein. Nehmen Sie bitte dieses Geschenk an. Weihwasser, das von unserem Orden gesegnet wurde. Wir müssen in tiefen Zügen vom Wasser des Lichts trinken, damit es unsere Zungen heiligt und uns für Gespräche läutert. Oh, ich kann das Funkeln des Lichts des Atoms in Ihren Augen sehen. Nun, da Sie Ihre Zunge mit dem Weihwasser gereinigt haben, können wir reden. Wie kann Ihnen dieser Diener des ewigen Lichts zu Diensten sein? Nein, nein. Wir sind zwar ein kleiner Orden, aber wir wachsen beständig. Immer mehr Leute hören unsere Botschaft und werden erleuchtet. Wie unsere leuchtende Mutter zu sagen pflegt, wo andere durch die Wüste irren, weisen wir den Weg zum ewigen Licht. Und um unseren guten Willen kundzutun, bieten wir allen Anwärtern dieses Weihwasser dar. Das Wasser ist voll vom Licht des Atoms, wenn Sie das meinen. Heller und wärmer als jedes Wasser, das Sie bisher gesehen haben. Die Segnung mit dem Weihwasser untersteht Mutter Curie III., unserer leuchtenden Mutter.
Aber ihre Arbeit im Kloster nimmt sie sehr in Beschlag. Die erste Kunde von der Herrlichkeit des atomaren Glühens erhielten die Apostel des ewigen Lichts durch die heilige Lehre des Beichtvaters Cromwell. Lange Zeit war Cromwells Kirche unsere Heimat, bis zu dem Tag, als das Atom unserer leuchtenden Mutter erschien. So erfuhr sie, dass die Spaltung nicht nach seinem Willen war. Vielmehr strebt das Atom nach Erleuchtung, nach der Wärme, die uns nährt. Denn nur durch die vollkommene Erleuchtung des Atoms können wir auf Rettung im ewigen Licht hoffen. Unsere leuchtende Mutter verließ die Stadt, um zu meditieren. Als sie in Trance wandelte, stiegen die Kriegsengel des Atoms zu ihr herunter. Sie brachten ihr Aqua Pura, ein Wasser so klar, so rein und so unbefleckt, dass sie darin den idealen Träger des atomaren Glühens erkannte. Seit jenem schicksalhaften Tag gibt sie sich selbst hin, um das reine Wasser des Atoms in das Wasser des Lichts zu verwandeln. Nein, es ist erfüllt vom Licht des Atoms. Ein Jammer, dass nicht jeder Mensch der Erleuchtung harrt, aber die Wege Gottes sind unergründlich. Außerdem zwingen wir niemanden, es zu trinken. Wir bieten es lediglich den Dürstenden an, um ihr Verlangen nach Höherem zu stillen. Ich fürchte, wir können Unerleuchteten keinen Zutritt gewähren. Ihre Anwesenheit würde unser heiliges Werk beflecken. Wenn sie jedoch willig sind, im heiligen Licht des Atoms getauft zu werden, könnte ich sie einlassen und unserer Anführerin vorstellen. Ja, nennen Sie es, wie Sie wollen. Wir lassen schlicht und einfach niemanden ein, der das Licht nicht in sich trägt. Gehen Sie zum Allerheiligsten, Pilger. Beten Sie zum Atom, auf das es Sie mit Leuchten erfülle. Erstrahlen Sie im atomaren Glühen des ewigen Lichts. Es tut mir leid, aber ich muss darauf bestehen. Sie dürfen die geheiligte Stätte erst betreten, wenn Sie das Licht des Atoms erfahren haben. Was für Sie Strahlung ist, ist für uns die Rettung aus der Verdammnis. Wie könnten wir zulassen, dass die Verdammten unser heiliges Kloster betreten? Beten Sie zu unserem Allerheiligsten und lassen Sie Atom wissen, dass Sie nach Erleuchtung streben. Mögen Sie im ewigen Licht leuchten. Möge das Licht des Atoms Sie führen. Des Atoms. Viel zu lange war unsere Welt kahl und unfruchtbar. Oh, ich hatte nicht erwartet, dass jemand zu unserem Altar pilgern würde. Wir sind leider auf unangekündigte Besuche nicht vorbereitet. Sie müssen Bruder Gerard gewaltig beeindruckt haben. Er ist ein lieber Junge, aber ziemlich schrill. Ich hoffe, er ist Ihnen nicht zur Last gefallen. Ach, wie unhöflich von mir. Ich bin Mutter Curie die Dritte und leite die Apostel des ewigen Lichts. Was kann ich für Sie tun? Ja? Fragen Sie doch Bruder Gerard. Er wird Ihnen sicher gern eine Flasche oder zwei geben. Für milde Gaben berechnen wir nichts, wissen Sie? Das Wasser war ein Geschenk des Atoms. Ich meditierte gerade, eben hier in Springvale, als vier seiner bewährten Engel zu mir herunterstiegen. Als ich sagte, ich sei aus Megaton, gaben sie mir Fässer von Aqua Pura, die ich mit meinen Leuten teilen sollte. Das erwähnten sie sehr deutlich.
Natürlich verstand ich die Botschaft des Atoms. Seitdem segne ich dieses Weihwasser und teile es mit allen Menschen auf der Welt. Was für eine Frage! Ich mache das natürlich, um den Leidenden dieser Welt die Erleuchtung zu bringen. Das Atom kam mit einer Vision zu mir. Die Hungernden, die Kranken, die Schwachen sollten durch das Sakrament des atomaren Glühens gesunden. Dank unseres Weihwassers ist die Vision Realität geworden. Die Kranken werden wiedergeboren und erstrahlen im Antlitz des erhabenen atomaren Glühens. Der Wiedergeborene kennt keinen Hunger, kein Leid, kein Altern. Das Glück unserer erleuchteten Brüder und Schwestern liegt nur im atomaren Glühen. Ghoul ist ein vulgäres Wort, gebraucht von Neidern und Missgünstigen. Wir hingegen erkennen sie als die wahrhaft erleuchteten Wesen. Aber um zur Erleuchtung zu gelangen, muss der Mensch unermessliche Mengen seines atomaren Glühens empfangen. Daher ist unser Weihwasser so wichtig. Leider erreichen nur wenige der Anwärter das ewige Licht. Die übrigen müssen sich mit der Erleuchtung und dem Ende ihres Leids zufrieden geben. Seien Sie nicht albern. Wie sonst sollen wir den Unerleuchteten das Wort verkünden? Viele fürchten sich vor dem Atom und seinem Leuchten. Sie missverstehen es als Kraft der Zerstörung, anstatt es als Weg zur Vervollkommnung zu erkennen. Aber dieses wundervolle Weihwasser trinken sie ohne Furcht. Und wenn sie erst vom Leuchten erfüllt sind, kennen sie keine Furcht mehr. Sie urteilen über etwas, das sie nicht verstehen. Indem wir ihnen das Licht des Atoms bringen, retten wir sie aus einem Leben der Not. Eine berechtigte Frage. Mir war immer schon bewusst, dass ich für Höheres bestimmt bin. Aber ich hatte mich stets dagegen verwehrt. Ich und Höheres? Aber eines Tages schlief ich während einer Predigt des Beichtvaters ein. Und ich hatte einen Traum. Ich träumte vom Propheten des Atoms, strahlend im heiligen Licht. Er wies mir mein Schicksal, meine Mission. Ich wurde berufen und ich antwortete. Der Einzige, der mich überzeugen könnte, einen anderen Weg einzuschlagen, ist der Prophet des Atoms selbst. Man kann anderer Meinung sein als wir, aber deswegen braucht man sich lange noch nicht über uns lustig zu machen. Der Prophet des Atoms? Er würde heller leuchten als die Sonne. Sie sind es nicht. Möge Ihnen das ewige Licht aufgehen. Hey, passen Sie auf! Sicher, dass das eine gute Idee ist?
Momentan sind wir sicher. Fragt sich, wie lang? Hilfe! Achtsamkeit bedeutet Sicherheit. Ich habe mich schon gefragt, wann Sie auftauchen Sir? Würden. Worum geht es denn diesmal? Eine Sekte? Megaton ist schon ein komisches Fleckchen Erde, nicht wahr? Anscheinend muss jeder, der was auf sich hält, dort eine Sekte gründen. Dann kann ich das Wasser also wieder liefern. Hoffentlich schaffen Sie es diesmal, Ihre Wasserlieferungen auch zu behalten. Hier, nehmen Sie das. Viel ist es nicht, aber es ist nicht mehr viel übrig. Danke, dass Sie mir Lions vom Hals geschafft haben. Er ist tot? Na, großartig. Jetzt kann ich mir eine neue Geldquelle suchen, um die Karawanen zu finanzieren. Der Kerl ist anscheinend gerissener, als ich dachte. Wahrscheinlich hat er vor, das echte Aquapura an die Raiders und Sklavenhändler zu verschabeln. Da kommt mir ein Gedanke. Lions würde mir natürlich den Kopf abschneiden, wenn ich etwas in diese Richtung probieren würde. Schießen Sie los! Ich liebe es, Fragen zu beantworten. Ich habe ja schließlich auch nichts Besseres zu tun. Sie hat offenbar beschlossen, sich oben im Norden im Commonwealth interessanteren Projekten zu widmen. In Wirklichkeit ertrug sie es nicht, dass wir Gelehrte ihre Arbeit verbessern. Sie ist eine Frau, die alles kontrollieren will. Wir wünschen ihr da draußen im Ödland viel Glück.
Es ist ein weiter Weg zum Commonwealth. Ich kann nicht behaupten, dass wir sie vermissen werden. Es heißt so, weil es nicht verstrahlt ist. Sind Sie wirklich nicht selbst darauf gekommen? Ich glaube nicht, dass jemand diese Frage beantworten kann. Es dürfte jedoch recht schnell gehen. Man nimmt eine Flasche, taucht sie ein und gluck, 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 schon füllt sie sich mit Wasser. Fantastisch. Doch, Sie haben recht. Eine Maschine würde sicher helfen. Leider sind alle Gelehrten mit dem Nachbau von Geräten der Enklave beschäftigt. Eine Maschine zum Abfüllen von Wasser in Flaschen ist momentan einfach nicht oberste Priorität bei den Leuten. Nun, falls es Ihnen wieder einfallen sollte, dann wenden Sie sich damit an einen der anderen Gelehrten, ja? Danke. Verdammt! Ich hoffe, gehen Sie Bixley nicht auf die Nerven. Er hat keinen besonders guten Tag. Der Boss hat wieder eine seiner Launen. Ja. Der Boss hat wieder eine seiner Launen. Und weiter. Der Boss hat wieder eine seiner Launen. Das ist für mich nichts Neues. Thank you.
Gehen Sie zu Ihnen! Diese Gegend macht mir Sorgen. Wieder gewonnen.